So, da sind wir wieder bei Terranigma. Diesmal auch mit vernünftigen Sounds. Sorry, ich habe irgendwie echt nicht gesehen, dass ich das Mikrofon gemutet habe, also leiser gestellt habe. Weil ich in der Aufnahmepause auch im Speak war mit ein paar Leuten gerade schon, aber es interessiert ja eh keinen. Einfach nur, sorry nochmal. Ich sah etwas, als ich arbeitete im Blick. Was am Himmel. Wir machen auch jetzt direkt weiter. Ja, wir sollen. Aus Eisen. Also, was wir damit machen. Weiß ja nicht, wo wir das finden sollen, aber wir gehen jetzt mal. Wo war denn der Typ auf dem. Auf dem Skateboard? War der hier? Oh. Der ist ja jetzt irgendwie. Mit Mädel suchen. Gucken wir mal, ob der vielleicht mittlerweile wieder im Haus ist. Nee. Okay. Ja, dann nehmen wir jetzt einfach mal unser The Boat. Über mal ein bisschen rum und gucken mal, wo wir jetzt eigentlich hin müssen. Der Boot ist hier. Bauen wir einfach mal. So. Bauen wir uns doch mal hier um. Also wir kommen auch über das dunkle Wasser, sind wir nicht aus. Bis jetzt hier, weiß ich's. Bauen wir uns mal um, aber noch nicht dran. War doch angeblich irgendwie. Genau, da war doch angeblich das. Da kommen wir aber nicht. Durch. Schade. Wohl. Wohl. Mal gucken, ob wir auch irgendwo anlegen können. Ob ich mich jetzt hier total verfahre und nicht mit rauskomme. Brauche natürlich eine Anlegestelle. Vielleicht gibt es noch weiter oben. Häusel. Wie das heißen? Kann ich nicht anlegen. Hier kann ich aber anlegen. Aber hier ist ja gar. Oh. Irgendwas ist hier. Das ist der Dungeon, wo man mal war? Da ist nur ein Kristall. Scheinbar. Ein Kristall haben sie hier eine ganze Insel gebaut. Ein bisschen seltsam, oder? Naja. Ach, übrigens, ich werde die Folgen wieder ein bisschen kürzer machen. Also maximal, hoffst du zumindest, dass ich das hinkriege, maximal 20 Minuten. Weil ich habe das Gefühl, dass Menschen, ja, vielleicht zu anderen YouTubern angucke, oder anderen Playern besser gesagt, bis ja teilweise müssen. Vielleicht möchten sie kürzere Videos angucken. Kommt mir jedenfalls mittlerweile so vor. Haben, dass vor allem meine kürzeren Videos teilweise mehr Views haben, als die länger sind. Auch wenn ich noch nicht so viele Videos habe, weil ich es schlecht vergleichen kann. Irgendwas muss ich ja. Ich versuch's einfach mal, ne? Echt, dann mehr Lust auf. So. Australien. Australien haben wir ja auch noch nicht hören. Was haben wir hier? Okay, aber hier war ich schon, oder? Glücks-Elixier. Glucken wir doch mal. Möchtest du das auswählen? Ja, Glücks hier angewandt. Glücksstärke 1. Hey. Ah, ist das so. Ich weiß auch nicht genau, was Glück eigentlich jetzt bringt. Aber mal. Haben wir noch was? 403 Taler! Was zur Hölle? Okay. Also es lohnt sich auf jeden Fall bei dem Spiel auch mal ein bisschen rumzugucken. Abgeht. Aber eigentlich ist das eine Sackgasse. Out. Alles aus.
Komm, schau mal weiter, da ist noch ein. Okay, hier kommt man scheinbar nicht durch. Also ganz sicher. Ah, hier kann man. Ja, ja. Und zwei Kisten. Gucken wir noch. Oboschuhe. Okay. Gucken wir, was das macht. Ach, das sind die letzten Dinger hier. Oboschuhe. Machen dich schneller. Ja, aber. AK 378. Oh, gut, wie funktioniert. Also hier sind, bin ich jetzt nicht schneller. Vielleicht auf der Karte? Weiß es nicht. Aber ich hab. Langsam werde ich reich. So. Das. Erstmal hier weiter. Alter, die Hänger. Tut mir echt leid, Leute. Polynesien. Schauen wir uns mal hier. Polynes. Mein Freund, du kamst hierher, um dich zu erholen. Du wirst dich hier sehr wohl fühlen. Nichts für dich. Ja. Uff, uff. Uff, uff, sondern uff, uff. Ja. Nein. Die tropische Sonne ist heiß. Möchtest du übernachten? Ja, hab's nötig. Vielleicht mache ich es. Sieht gut aus. Angenehme Träume, schlaf nicht zu lang. Oh. In. War nur so eine kleine. Oh. Oh, ich bin verbrannt. Ark wurde geröstet. Ark, mein Macho-Schwert. Macho-Wert steigt. Macho-Wert steigt. Okay, ich bin jetzt also ein Macho. Yay. Aber, interessant. Hier ist sonst einfach gar nichts. Nur mein Macho-Wert steigen. Ich würde das jetzt auch, war gut, war. Okay. Ob man schaut, ich weiß es nicht. Neo Tokyo. Achso, ich bin jetzt in Japan. Nein, nein, ich kann kein Deutsch. Ja, die Japsen, du. Enix? Ah, ist das hier etwa die Enix? Enix im Gebäude. Ich habe reingebaut. Ja? Ja? Was? Du willst mit mir ausgehen in diesem Outfit? Ja, auf jeden Fall hochmodern aus hier. Alterlich wie das Rest. Der Rest, so. Ja, das hier könnte tatsächlich eh nichts. Aber das ist ja nichts. Hm. Ich. Da haben wir eine Ampel, aber wir haben keine Autos. Wäre noch schön. Nein, nein, ich kann kein Deutsch. Welche hier? Was? Du willst mit mir ausgehen? Alle das gleiche. Hallo, schön dich zu sehen. Danke für alles und auf Wiedersehen. Man sagt, dass der Antiquitätenhändler ein wildes Tier hält. Doch niemand hat Beweise. Ruf die Polizei, wenn du etwas bemerkst. Nein? Asteria. Willkommen beim Nudelweltessen. Drücke abwechselnd A und B, um Nudeln zu essen. Wenn du bereit bist, nimm an dem Tafel Platz. Kann ich bestimmt nicht das Teil gewinnen. Machen wir das doch. Los. Ich muss schneller sein, schneller sein, schneller sein, schneller sein. Ja, das funktioniert gut. Ich hoffe, man Tastenklappern hört man nicht. Weil ich doch gerade ganz schön schnell drücke. Aber wir scheinen ja auch zu gewinnen. Ach, wir lassen gerade ein bisschen nach. Holen auf. Go, 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 go. 20. 28. Ja, wir haben
knapp 4 Plätze Vorsprung. Ja, super, du hast 33 Teller leer gegessen. Ark ist der neue Nudelkönig. Hier ist dein Preis, ein wunderschöner Stein. Nimm ihn an dich. Meins. Ark hält einen Kristall. Hallo Nudelkönig, der Ex-Champion will sich mit dir messen. Nimmst du die Herausforderung an? Wenn du bereit bist, nimm an der Tafel Platz. Aber was kriege ich dafür, wenn ich nochmal gewinne? Trainiere, um dich zu besiegen. Boah, grrr. Trainiere, um dich zu besiegen. Boah, grrr. Juhu. Auf geht's. Sprich mich nicht an. Mir kommen die Nudeln gleich hoch. Ich habe auf jeden Fall gewonnen. Was wir hier noch haben? Das hier steht. Kanalisation betreten. Streng verboten. Okay. Kneipe. Ich hab genug. Ich schmeiß diesen blöden Job hin. Wenn ich das auch sagen könnte. Zu Hause muss ich immer vegetarisch essen. Deshalb esse ich hier. Süß. Du trägst aber heiße Hosen. Die leuchten ja richtig. Und die Haare hast du auch gefärbt? Du? Hallo, was soll's? Wein? Es kostet jeweils 10 Taler. Hähnchen, Eiswein, Hähnchen, gegrilltes Hähnchen. Lecker. Hallo, was soll's sein? Eiswein, ein Reiswein. Wow. Danke. Okay. War das eigentlich heiß, wenn man... Und haben. Einfach nur ein bisschen... Ist. Tokio, Tokio. Weiß mir nicht, was ausgeht. So, schön, dich zu sehen. Danke für alles. Da bin ich rein. Hey, da muss ich. Hey. Hey, jetzt rein. Das ein für alle Mal klarzustellen. Ich hatte hier kein wildes Tier. Ja, gar nichts. Hallo? Nein? Aber was mache ich denn mit den Robotretern? Ja, komm ich. Die Gegend der Stadt ist sehr verrucht. Hier bekommt man einiges geboten. Rein. Hallo Süßer, für die Attraktionen dieses Ladens bist du noch zu jung. Komm in ein paar Jahren wieder. Baby. Okay, das hier scheint dann ein Puff zu sein oder sowas. Bin ich in einem Puff gelandet? Klar. Hallo, schön dich zu sehen, auf Wiedersehen, bla bla. Hier. Hey? Hier. Okay. Wir wahrscheinlich später speichern, das wir drin haben hier. So, was haben wir denn Schönes? Ach ja, okay. Erzählen. Nein, nein, ich kann kein Deutsch, bla bla. So, was haben wir hier? Ein Kristall! Oh, rechts ist nix, wie wir sehen. Nochmal links, rechts. Und das ist ein Fan. Für was haben wir das alles hier gemacht? Einfach nur leer, oder was? Oh, was soll ein Fernseher machen? Schade. Ich hab noch nicht so viel, also schön, dass es sowas gibt, aber und jetzt so, als wäre das so, als wäre es noch nicht fertig, oder vielleicht kommt dann später noch was. Meistens sieht man ja auch ein
Leuchtturm gab und der war eigentlich für nichts da. Nicht jetzt. Schade, es macht was eigentlich für nichts da ist. Hey, Kleiner, weiß deine Mutter, dass du dir die Haare gefärbt hast? Ach, den ist gefärbt. Ah, hier bin ich mal Polizeirevier. Was ist los mit dir, Kleiner? Hast du Ärger? Nanu, wieso trage ich hier drin eine Sonnenbrille? Ich bin viel zu gutmütig, das ist schlecht fürs Geschäft. Okay. Die Übersetzer hat sich scheinbar nicht so viel Mühe gegeben, nehme ich mal an. Glupsi glup. Der Typ verweigert die Aussage. Er gibt sich als Pinguin aus und redet kein Wort. Ja. Alles klar. Ja. Leitung, möchtest du eine Führung? Dann geh in den ersten Stock. Wir sind Journalisten. Zurzeit ist Dr. Beruga das heißeste Thema. Er ist ein größenwahnsinniger Wissenschaftler aus Devota. Am wichtigsten ist eine gute Headline. Wie wär's mit rothaariger Junge stürzt aus dem Fenster? Hallo? Seit kurzem ist Beruga verschwunden. Spurlos. Okay, wer ist Beruga? Dort hat er viele Anhänger. Man verehrt ihn als Gott. Die Leute glauben, dass er ihnen ewiges Leben gibt. Beruga. Interessant. Wer ist? Wer ist heraus? Also, Devota, haben wir einen Namen erfahren? Das Grundstück hier ist noch zu haben. Man könnte ein Haus bauen. Vielleicht ein Haus? Warte mal. Ofen. Gut, hier ist sonst nichts mehr. Das heißt, ich gehe jetzt ins Hotel zurück. Speicher. Dann beenden wir die Folge. Wie gesagt, es wird jetzt ein bisschen kürzer, tut mir leid, aber das ist auch ganz gut so. Habe ich auch mehr Freizeit. Okay. Ja, kommentiert mal, was euch gefällt. Ob euch die vielleicht die kürzere Zeit sogar besser gefällt. Ich weiß es. Mein Video ist aber ab und an. Teilt das ansonsten mal. Wäre nett. Und ja. Hallo, brauchst du ein Zimmer zum Übernachten? Das Zimmer kostet 10 Taler, okay? Nein. Wäre mich mal wieder, weil das haben wir schon gemacht. Okay, also ich wollte nur gucken, was ihr sagt. Alles klar. So, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.